Ja, hoi, meine Freunde von heute. Willkommen zurück zu Banjo-Kazooie. Im letzten Part sind wir hier stehen geblieben und ja, es gäbe knapp zwei weitere Parts, die aber nicht erscheinen werden, denn ich habe jetzt 40 Minuten gesucht, ich habe nichts gefunden. Bis zu einem gewissen Punkt. Und zwar folgenden, den zeigen wir euch jetzt. Und zwar, ich zeige ihn euch. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich da überhaupt drauf gekommen bin. Die Frage, die ich mich ja gestellt habe, ist, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, diese Höhle ein bisschen ins Wasser zu steigern. Und ja, die gibt es. Und zwar müssen wir dazu zum Mad Mansion. Also ich habe alles ab der Gobi-Wüste abgesucht halt. Ne? Ich habe halt hier geguckt, ne, gibt es hier irgendwas, was ich übersehen habe. Und es waren zwei Parts, wo wir wirklich nur gesucht haben und nichts gefunden haben. Und muss nicht sein, ne? Muss einfach nicht sein. Deswegen dachte ich mir, Alter, guckst du einfach. Und dann nach knapp 40 bis 45 Minuten habe ich Folgendes entdeckt. Nämlich, und jetzt kommt es einfach. Eigentlich hätte ich es denken müssen. Ich meine, ihr werdet gleich ausdenken wahrscheinlich. Hä, warum? Erstmal gehst du weg. Geh weg. Du versperrst mir die Sicht. Und zwar, ja, wir standen ja hier schon mal vor und ich glaube, da unten brauchen wir den Kürbiskopf. Kann das sein? Oder kommen wir auch so durch? Ich weiß es nicht. Jedenfalls standen wir hier schon mal und ja, wir brauchen den Kürbis. Beziehungsweise wir standen hier noch nicht. Wir standen halt vor dem Tor und ich wusste halt nicht, wie kommt man da jetzt rein? So, habe ich mir kurz hier angeguckt, was hier alles gibt. Hier gibt es halt nichts Wichtiges, außer das Leben vielleicht. So, aber wir haben ja eh genug Leben. Ja, und es war ärgerlich halt, ne? Ich dachte erst beim ersten Moment, du hast es abgeschossen und in dem Level sind die Dinger ja direkt kaputt gegangen. Ja, hier ist es nicht der Fall gewesen, deswegen dachte ich, hier ist nichts. Hast du dich geschnitten, Maser? So. Und ich hoffe, wir werden weiterfinden. Mehr weiß ich leider nicht. Ich weiß nur, was wir mit dem Kürbis da rein können und was da drin ist. Ich habe keine Ahnung. Aber es ist ein Fortschritt, den wir machen können. Jetzt geht der Part in 5 Minuten und wir haben wieder nichts entdeckt. Da lache ich aber. Boah, das wär jetzt echt bitter, ne? Dann denke ich schon, dass ich ein Secret erreicht habe und dann ist es wiederum nichts. Okay, müssen wir die ganzen Dinger hier kaputt machen. Blöden Teile hier. Wahrscheinlich sind mehr wirklich die Lösung. Ich weiß es halt gerade nicht. Ob das nur Zufall ist, ich kann es euch nicht sagen. Jedenfalls haben wir ein weiteres Stück freigeschaltet. So. Mumbo, verwandel uns und sag mir, was ist da hinten versteckt? Ich habe keine Ahnung. Ich würde es gerne wissen. So. Ich will mich natürlich nicht so groß spoilern lassen und ein Spiel doppelt durchspielen. Das wäre irgendwie low. Ja, ich meine, das Spiel ist für mich blind, hallo? Es ist blind. Und auch wenn es blind ist, muss ich 40 Minuten lang nicht rumlaufen. Ich glaube, das würde euch nerven, das würde mich nerven. Es ging mir schon auf den Sack. Letzten Samstag, der Legend of Zelda Part. War es Samstag? Ich glaube, das war Samstag, der dann anderthalb Stunden fast ging, weil ich anderthalb Stunden an diesem Boss saß. Aber ich glaube, das war so eine große Ausnahme, weil, ja, Vogelbeine mag ich sehr. Da kommt ein großer Grabstein her. Geh weg von mir, ich bin ein Kürbis. Ich lache, wenn ich jetzt da nicht rein kann, ne? Ich hätte einfach die Tür aufschießen sollen, oder? Oh, Gott sei Dank. Huch, da schnarcht ja wer. Huch, Mumbo ist hier. In der Overworld. Oh, den Kopf habe ich gesehen hinter Mumbo. Haben wir wieder 20. So, sind wir Banjo, okay. Was bringt uns das jetzt hier? Erstmal den hier töten. Danke. Nur mal sicher gehen einfach nur. Ich will nicht Probleme mit dem kriegen. So, da ist nichts. Doch, da sind die Schränke. Kann ich die irgendwie kaputt machen? Ich glaube nicht.
Nö, ich glaube nicht. In der Mitte irgendwas. Hier drin. Ah, Tatsache. Irgendein komischer Schalter mit Wellenlinien. Wobei, warte mal. Ich gehe gerade mit dem Kopfstoß da dran. Nö, okay. Was ist das für ein Schalter? 1, 2, 3 Wellenlinien. Oh, nice. Okay, dann sind wir hier doch auf der richtigen Fährte. Das ist aber gemein gemacht, ne? Das ist echt gemein gemacht. Also da muss erstmal drauf kommen. Die Frage ist, können wir als Nicht-Kürbis hier wieder raus? Ich glaube nicht. Ich glaube schon gewollt, dass wir hier in Kürbis reingehen. Ansonsten wäre hier kein Mumbo. Ja, mach wieder auf. So, dann geht's jetzt weiter hoffentlich. Ich weiß zwar nicht genau, wohin. Kürbis machen Mumbo Hunger. Ich mache einen Kochtopf fertig. Ja, mach das mal. Ja, hast du dir verdient. Du hast uns weitergeholfen. Hi, Affe. Oh nein, das Essen. Gut, dann wissen wir wenigstens, wo es weitergeht mal, ey. Das ist angenehm. RIP. Rest in Pieces. Hey, ich mach gleich wirklich mit die Rest in Pieces. Ich bin der gefährliche Kürbis. Kürbis? Ich wollte Kürbistumor sagen. Wegen GLP und so ein Kram. Aber ich bin ja nicht von denen. Haha. Ich bin nur ein Kürbis, der mürb ist. Wie lange die Magie wohl noch anhält? Wie lange darf ich ein Kürbis sein? Ich dachte einfach, ich verlasse das Gebiet und hat sich die Sache. Ah, Momo-Magie gleich aus. Zauber alle. Habe ich kein Problem mit? Dann sind wir wenigstens wieder normal. So, jetzt haben wir wenigstens die erste Höhle überflutet. Das heißt, wir können gleich gucken, was wir da wenigstens hatten. Da oben hatten wir da auch ein bisschen was rumliegen, ne? Dann kriegen wir wenigstens ein bisschen Fortschritt mal wieder. Warum leben die Gegner denn wieder? Und warum laufe ich einfach wie ein Idiot da rein? So. Ah, ist direkt alles unter Wasser. Oh, das ist praktisch. Das ist echt praktisch. Ich dachte jetzt, wir müssen hier hin und müssen da halt noch was erkunden, aber sparen wir uns Zeit. Dann suchen wir hier wahrscheinlich keinen zweiten Schalter, sondern irgendein Secret. Ich frage, was suchen wir hier eigentlich? Eine Rare Box! Die haben wir gesucht. Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat. So, da sind wir die Monster. Aber wir wissen ja, dass wir die töten können. Was ist das eigentlich? Würmer? Gut, da geht's nicht rein. Kann man eigentlich auch... Alter, was für ein sicker Move, du Arschloch. Ich will zur Rare Box. R-A-R-A-E-R. Natürlich. Hä, was ist denn hier? Oh, der Topf stimmt. Der grüne. Wo war der andere? Da unten. Hä, aber warum ist da eine Kombination gemacht? Das ist doch direkt um die Ecke. Oh, höher machen. Oh, das habe ich gar nicht gesehen gehabt. Hier ist eine goldene Feder. Kamera drehen. Dort oben, da müsst was sein. Da will ich reihen und reihen. Ist das Wasser nur hier höher geworden oder auch in einer anderen Höhle? Weil in der anderen Höhle waren ja einzelne kleine Höhlen drin. Generell, wo sind wir jetzt hier? Da ist wieder rot.
Ach, hier sind wir. Okay, klar. Und das ist jetzt alles überflutet, weil wir Mad Mansion haben. Klar. Gut, dann kann man das Spiel auch hier nicht softlocken. Das finde ich ziemlich gut gemacht eigentlich. Für die Leute, die jetzt nicht wissen, was man softlocken, was man unter softlocken versteht, ist, wenn man ein Spiel an einem gewissen Punkt kaputt macht halt. Es gibt ja diese Cutscene in GTA zum Beispiel, in GTA San Andreas, wer es vielleicht nicht weiß, wenn man da unter gewissen Umständen Polizei triggert, dass die in den Bildschirm reinfährt, dann ist da halt das Spiel gesoftlockt. Das Spiel geht einfach nicht mal weiter. Die Cutscene wird nicht beendet, weil die Polizei halt ein bisschen Kacke macht. Ja. Und in dem Fall, ich weiß nicht, hätten sie es einprogrammiert. Ich kann es euch nicht beantworten, aber vielleicht hätte man ja auch dann die Puzzleteile noch eingeben können. So. Dann ist noch so ein Gitter. Geht das Wasser noch höher oder was? Da war eine Feder drin. Da war ein Licht drin. Und da sieht es aus, als wenn es weitergehen würde. Aber erst, wenn ich Wasser mache oder so. Und hier geht's hoch. Hä, 700? Achso, da oben. 640. Man muss also ordentlich sammeln, ne? Das ist echt, das ist toll. Ich mache Fortschritte. War das so gewollt? Ich weiß es nicht. Nein, 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 nein. Komm her. Ich kann ihn nur stunnen. Oh, hier kommen wir gar nicht erst weiter. Hä? Gerade bin ich ein bisschen irritiert. Mumbo-Schädel. Hier sind wir wieder. Da geht's nach oben. Kann ich da oben hin? Nein. Aber ich komme hier runter rein. Oh, Moment, 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 Moment. Ich habe es gerade gesehen. Ach, hier sind wir. Gut. Was mich natürlich ein bisschen nervt, ich glaube, da oben ist dieses, dieses Klick-Klack-Wood-Dingen. Und da können wir natürlich jetzt nicht hin, ne? Und hier brauchen wir 765 von diesen, von diesen Noten. Wir haben erst 700. Sind wir vielleicht schon ein bisschen zu weit? Da ist auch noch ein Schalter. Oh! Oh! Nice! Man kann da doch durch. Ich hab's mal nicht gesehen. Mann! Das ist blöd. Ich bin extra außen rumgesprungen. Die Frage natürlich ist, wie komme ich da hin? Wahrscheinlich nicht mit dem Sprung, den ich gerade gemacht habe. Warte mal, kann ich eigentlich? Kann ich nicht. Okay. Gut, wir haben Klick-Klack-Wood freigeschaltet. Das ist schon mal ein Fortschritt. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben irgendwas übersehen. Guck mal, das ist auch ein Tunnel gewesen.
Heißt, wir haben irgendwas im Wald übersehen wahrscheinlich. Moment. Moment. Heißt das zufälligerweise, wir haben aus Versehen ein Level übersehen? Oder sollte man wirklich hier mit 700... Der Affe ist auch noch dunkler, ne? Hält noch mehr aus, oder was? Tatsache. Oder sollten wir hier erst reingehen, wenn... Dings ist, wenn wir... Ich weiß nicht, irgendwie habe ich das Gefühl, wir haben irgendwas übersehen. Eben, guck mal. Wir können das Wasser noch höher machen. Aber da brauchen wir erst Puzzleteile. Irgendwie traue ich den ganzen Braten nicht. Verständlich, oder? Der Braten riecht gut, so wird der Part heißen. Irgendwas habe ich übersehen. Oder ist es wirklich gewollt, dass wir das so machen? Ich bin nicht das Gefühl, dass ich irgendein Level übersehen habe. Ich ignoriere auch in letzterer Weile den Text unten, weil es irgendwie immer dieselben Zeilen sind. Aber was habe ich denn übersehen für ein Level? Die Frage ist auch, wo habe ich es übersehen? Und warum gibt es diese Abkürzung hier? Ich verstehe sie nicht ganz. Hinter irgendwas Interessantes? Leben. Das kann doch nicht sein, dass ich irgendein Level übersehen habe, oder? Oder ist es wirklich so gewollt, dass man halt hier hingeht und sagt von wegen, yo. Ja gut, machen wir jetzt einfach mal, ne? Ich weiß es einfach gerade nicht. Ich meine, der Weg führt hier so rum. Also von daher gehen wir einfach mal, den Weg. Aber einfach von der Notenhöhe her kommt mir das falsch vor. Schon bei der 640er-Türe. Der Akkord hat mir auch mal gesagt, von wegen, es gibt 9 Level. So, wenn man jetzt mal so überlegt. Jetzt sitzen wir da, haben 46 Puzzleteile, sage ich mal, einsetzen müssen, um die Tor zu öffnen. So. Will das Spiel echt, dass wir so genau die Sachen sammeln? Ich meine, kann ja auch so sein, ne? So, 15 Teile, Click Clockwood und das sogar Mumbodorf. Ja, und das war ja irgendwie vorherzusehen. Ja gut, wir machen es anders und zwar folgendermaßen. Wenn ich irgendwas übersehen habe, Leute, lasst es mich wissen. Ich vertraue euch. Wahrscheinlich, vielleicht denkt sich das Spiel ja auch so von wegen, jo, du kommst jetzt dem Finale immer näher. Deswegen hoffe ich für dich, du hast alles gesammelt. Denn nach dem Finale hören viele auf, das Spiel zu spielen eventuell. Nochmal einen Ehrgeiz zu gehen und nochmal einen Ehrgeiz zu machen und zu sagen, jo, du musst halt alles gesammelt haben einmal wenigstens. Oder so viel wie möglich davon gesammelt haben. Und diese Kessel sind echt mega angenehm. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt noch ins Level rein und dann beenden wir den Part. Die Aufnahme ist jetzt auch schon wieder 3 Stunden alt, es ist nicht wahr. Eigentlich will ich keine so lange Aufnahme mehr machen, aber irgendwie... Das Spiel verleitet mich dazu, das macht einfach so mega Spaß. Wahrscheinlich werde ich dann wieder eine ganze Woche nicht aufnehmen, aber hey. Ihr habt eine ganze Woche Parts. So, dann gehen wir in den Topf rein. Ich finde die Topf-Teleportation sogar richtig cool.
Ich mag die Tiere wirklich arg. Schlummern sie erstmal im Sarg. Ja, mach du deine komischen Gedichte da. Wir werden jetzt auf den Weg gehen und das letzte Level, oder das vorletzte, ich weiß es nicht, das nächste Level in der Liste machen. Irgendwie kommen 8 Level mir normal vor, trotzdem noch. Aber man kann das Wasser wohl weiter steigern. Oh. Ne, die sind alle noch tot. Ich hatte kurz einen Moment Angst, dass die ganzen Dinger wieder leben. Jetzt soll ich der Stich. Ich hab nicht gewusst, dass er so da ist, Mann. Ah, Mensch. So, Clicklockwood. Was genau da drin auf uns wartet, werdet ihr im nächsten Part erfahren. Ich bedanke mich fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal. Habt noch einen schönen Tag. Bewertet den Part. Und Masa la vista, baby.